Dieses Video ist ein verkürzter Ausschnitt meiner Sendung Paddys Retro-Kosmos auf Massengeschmack TV. Jeden letzten Montag im Monat gibt es darin unter anderem Retro-Gaming, Retro-Zeitschriften oder Retro-Werbung. Schaut mal rein, www.massengeschmack.tv. Heute geht es um eins meiner absoluten Lieblingsthemen. 28 Jahre lang war Deutschland ja geteilt. Wir waren ja auch schon im Stasi-Museum. Und heute bin ich hier in Berlin an einem Ort, wo man den damaligen Alltag der Menschen in Ostdeutschland ganz gut anschauen und nachvollziehen kann. Und das wird richtig cool und interessant, glaube ich. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Nicht mal zwei Monate nach dieser Aussage des damaligen Staatsratsvorsitzenden der DDR, Walter Ulbricht, wurde die Mauer errichtet. Vom August 1961 an waren die Menschen im Grunde eingesperrt. Wer dennoch schnell raus wollte, der lief Gefahr, erschossen zu werden. Mindestens 100 Leute kamen beim Versuch, die DDR auf diesem riskanten Weg zu verlassen, ums Leben. Den Bürgern blieb nichts anderes übrig, als sich mit den Gegebenheiten des real existierenden Sozialismus wie Mangel oder Meinungsfreiheit zu arrangieren. Zumindest bis zum schicksalshaften Tag im November 1989. Schönen guten Morgen, lieber Stefan. Hallo, ich grüße dich. Schön, dass es klappt. Jetzt werden wir uns mal ein kleines bisschen hier in unserem Museum umschauen. Das ist ein DDR-Museum, was vor allen Dingen zeigen will, wie so das Leben und der Alltag in der DDR war. Seit seiner Eröffnung am 15. Juli 2006 hat sich das DDR-Museum in Berlin zu einem regelrechten Publikumsmagneten etabliert. Allein im Jahr 2015 kam man auf die stolze Zahl von 584.000 Besuchern. Zu sehen gibt es eine ganze Menge aus dem Leben der Menschen hinter der Mauer, aber zu lernen noch mehr. Und dafür ist Stefan Wolle der perfekte Ansprechpartner. Also man hört ja immer wieder, dass die DDR in Sachen Kindergarten und Kita-Platz sehr weit vorne war und dass sich die Eltern überhaupt keine Sorgen machen müssen. Wir kennen das ja bei uns hier, dass es immer schwierig ist, so einen Platz zu kriegen und man muss sich früh anmelden, lange Wartezeiten und so weiter. Ist das denn ein Ammenmärchen oder ist das wahr? Da ja die meisten Muttis in der DDR arbeiten gingen, wir gehen so etwa von etwas über 90% aus, mussten auch die meisten Kinder in den Kindergarten gehen. Viele sind sehr gerne in den Kindergarten gegangen, aber natürlich nicht alle. Das Besondere war eigentlich, dass hier ein regelrechtes pädagogisches Programm ablief. Also hier begann so eine Art Vorschulerziehung schon. Man sieht das hier an dem Rechenbrett, da lernten die Kinder schon, also der größeren Gruppen natürlich, lernten hier schon die Zahlen, ein bisschen rechnen und und früh. Ja, das letzte Jahr im Kindergarten war schon so eine Art Vorschule und sie lernten vor allen Dingen auch den Umgang miteinander und gemeinsam zu spielen und Sozialverhalten, wie man das heute nennen würde. Insofern war das sicherlich für die etwas Größeren sehr schön, in den Kindergarten zu gehen. Vorbei an den Knutschis, Gorbi und Honny geht es nun zu einem DDR-Kultobjekt. Ja, das ist natürlich ein absolutes Highlight. Wenn man über die DDR spricht und Sachen zeigt, dann darf natürlich der Trabant nicht fehlen. Das ist ja absolut klar. Das ist ja das Kultauto der DDR. Zwei Sorten gab es ja. Ja, vom Trabi gab es zwei Sorten. Das ist hier die letzte Sorte, die hergestellt wurde. Und die ist bis zum Ende der DDR hergestellt worden. Dann war sie nicht mehr so gefragt. Die Produktion ist eingestellt worden. Aber heute gibt es unglaublich viele Fans vom Trabi. Es ist ein Kultauto geworden und man kann auch außerhalb der Stadt damit ein bisschen rumfahren. Und man sieht ja hier bei den Wirbeln hier von den amerikanischen Kindern, dass sie alle begeistert sind. So geht es auch vielen ehemaligen DDR-Bürger. Die kriegen also feuchte Augen vor Rührung, wenn sie den Trabi irgendwo noch rumfahren sehen. Es gibt Trabi-Safaris, es gibt Trabi-Fanclubs, es gibt Trabi-Treffen. Alles. Damals haben alle geschimpft auf den Trabi und heute ist er absoluter Kult. Na klar, dürfte man denn so einen noch in der Stadt fahren? Ich glaube nicht mehr, gell? Also nein, man darf ihn heute nicht mehr fahren, da hat er nicht mehr die Zulassung. In der Stadt, da gibt es ja immer so eine Umweltschutzzone und da wird einem signalisiert, dass man den nicht mehr fahren darf, aber so über die Dörfer kann man mit dem noch fahren. Der Trabi ist nur noch ein Hobbyobjekt.
und das ist ja total toll gemacht hier. Man kann ja fahren. Es ist quasi ein Trabi-Fahr-Simulator hier eingebaut. Was hat es denn damit auf sich? Ja, wir haben hier eingebaut eine Simulation von der Fahrschule. Das heißt natürlich, richtig fahren kann man nicht. Aber man kann sozusagen die Simulation fahren und man kann den Trabi dann hier auch gegen die Laterne setzen, wenn man möchte. Das berüchtigte Ministerium für Staatssicherheit. Ab 1957 baute Erich Mielke einen beispiellosen Überwachungsapparat auf. Die im staatlichen Sinne aufmüpfigen Bewohner der DDR wurden bespitzelt, erpresst und versucht, mundtot zu machen. Die Selbstwahrnehmung eines Erich Mielke, die ist aber durchaus erstaunlich und hat, oh Wunder, nur äußerst wenig mit der real existierenden Wahrheit zu tun. Ich liebe doch alle Menschen. Ich liebe doch, ich setze mich doch dafür ein. So, wir hören hier gerade einen möglichen Staatsfeind ab. Und hat er schon was gesagt? Irgendwas Abfälliges gegen uns? Ja, Moment, wir haben uns jetzt hier in die Wohnung reingeschaltet. Da sind jetzt mehrere Personen, die bedenkliche Bemerkungen schon gemacht haben, auf die Partei geschimpft und auf die Regierung. Und die planen möglicherweise auch eine üble Machenschaften gegen unseren Staat. Wir lassen jetzt mal das Tonband mitlaufen. Das schalte ich jetzt mal ein, dass die mir denn auch vor Gericht Beweismittel haben gegen diese Staatsfeinde, die sich hier negativ äußern. Ja, ich höre Bemerkungen, die von höchster Relevanz sind. Da hat einer sogar was gegen die Stasi gesagt, dass sie überall abhören. Das findet er oftmals nicht in Ordnung. Dabei ist es doch in Ordnung. Also ich gehe da mal hin zur Klärung eines Sachverhalts. Natürlich, Klärung eines Sachverhalts. Also die werden sich schon wundern. Es ist natürlich alles, wir haben das jetzt so ein bisschen gespielt, aber es ist natürlich eine extrem ernste Sache und das war immer das Ding, diese Klärung eines Sachverhaltes. Hieß im Grunde, sie haben etwas angestellt. Ja, Klärung eines Sachverhaltes heißt überhaupt nichts. Ja, das wurde vorgeladen und dann kann das um alles Mögliche gegangen sein. Ja, also wie gesagt. Oft war es eben dann etwas, was man gesagt hat, dass man angeschwärzt worden ist, eventuell auch von einem Nachbarn. Ja, möglicherweise sind es zunächst auch nur mal Drohungen gewesen und Einschüchterungen oder eben Befragung, was hat dieser oder jener Mitbürger oder Kollege oder Bekannte gesagt oder getan. Vorhin sind wir ja schon dran vorbeigegangen und jetzt gucken wir uns mal etwas näher an, was es mit diesem Kuss von Michail Gorbatschow und Erich Honecker auf sich hat. Eieiei, Honny und der Gorbi, immer mit der Knutscherei, was sollte das denn? Dann noch auf den Mund, also meine Güte, man kann es doch übertreiben, oder? Ja, das war unter den Staatsmännern der sozialistischen Welt so üblich. Das kommt aus Russland, wo man sich den dreifachen Bruderkuss gibt. Also das ist ein kirchlicher orthodoxer Brauch. Der wurde dann von den kommunistischen Staatsführern übernommen. Und Erich Honecker führt es noch ein, dass sie sich direkt auf den Mund küssten. Insbesondere, Gorbatschow. Wobei es mit der Freundschaft nicht so weit her war in der Zeit. Also, das war angeknackst schon. Es gab, trotz aller Küsse, gab es also die größten Spannungen zwischen Honecker und Gorbatschow in diesen Jahren. Und die Honecker-Führung hat den politischen Kurs von Gorbatschow strikt abgelehnt. Ja, absolut, weil der stand ja für Erneuerung, für mehr Transparenz. Und das ist natürlich etwas, was die Macht des Politbüros schmälert und sozusagen dann auch nicht hoch angesehen war. Gorbatschow hat versucht, das System noch mal zu reformieren. Glasnost und Perestroika waren die Schlagwörter damals in der Zeit. Also Glasnost steht für Offenheit und Perestroika für Umbau. Und das wollte man in der DDR nicht, dieses Risiko eingehen. Und hat das auch nicht gemacht. Und die Spannungen stiegen dann bis zum Schluss, bis dann Honecker abgesetzt wurde. Aber Gorbatschow hat es dann auch nicht mehr lange gemacht. Ja, leider. Ne? Dem ging es ja dann auch an den Kragen. Das war ja extrem unschön, was da abgelaufen ist mit seiner Entmachtung da auch. Also das war ja auch alles nicht so toll. Dabei ist er ja jemand, dem wir sehr viel zu verdanken haben. Ne? Ja, das ist in der Tat so. Also ohne diese neue Politik der Sowjetunion, die sich mit dem Namen Gorbatschow verbindet, wäre der Umbruch in der DDR und die Wiedervereinigung nicht möglich gewesen.
Oh, hier kann man sogar noch was aufklappen. Was haben wir denn hier? Das sind alles Dinge, die erinnern an die deutsch-sowjetische Freundschaft. Die ist ja ganz groß geschrieben worden in der DDR. Alles stand unter dem Zeichen der Sowjetunion. Von der Sowjetunion lernen heißt siegen lernen, war die Parole. Und die Sowjetunion war unser Vorbild, das Vorbild der jungen Pioniere und das Vorbild der FDJler. Und viele Menschen fuhren auch gerne in die Sowjetunion, um da das Land des Kommunismus kennenzulernen, aber eben auch, um da schön Urlaub zu machen. Also in der Bevölkerung waren die Leute, es waren ja viele Soldaten aus der Sowjetunion da und die waren ja, habe ich mal gehört, gar nicht so beliebt. Das ist eine andere Geschichte. Ja, natürlich, es war seit 1945 die Rote Armee hier in Ostdeutschland stationiert. Und die hatten nicht so furchtbar viel Kontakt mit der Bevölkerung. Das wollte man auch von der Militärführung her vermeiden, dass es da zu viel Kontakte gibt oder möglicherweise auch zu viel Probleme. Das wurde zwar immer groß propagiert, Freundschaftstreffen und gelegentlich fand sowas auch statt mit Sowjetsoldaten. Aber im Großen und Ganzen waren die von der deutschen Bevölkerung sehr isoliert. Genau, das deckt sich mit dem, was man mir erzählt hat. Eigentlich traurig, ne? Da heißt es immer Freundschaft, Freundschaft und in Wahrheit ist es dann gar nicht so, ne? Alles Lüge. Ja, man wollte zum einen vermeiden, dass die sowjetischen Soldaten zu viel sozusagen von der westlichen Welt, die die DDR im Grunde auch schon wieder war, mitkriegen und auch nicht mitkriegen, dass es den Menschen hier in Deutschland im Grunde besser geht als ihnen selbst. Und auf der anderen Seite wollte man auch vermeiden, dass es da irgendwie Probleme, irgendwelche Übergriffe geben könnte oder so. Deswegen waren die da sehr, sehr streng isoliert eigentlich und kamen, die dienten 2 Jahre hier, die sowjetischen Soldaten, und kamen im Grunde in diesen 2 Jahren nur ganz selten mal aus der Kaserne raus oder aus den abgesperrten Übungsgebieten, waren dann 1 Monat zu Hause und machten dann hier nochmal ein ganzes Jahr, 2 Jahre insgesamt, und kamen dann zurück und hatten im Grunde von Deutschland nichts gesehen. Weiter geht's jetzt in etwas beklemmende Räumlichkeiten. Also das ist schon sehr, sehr bedrückend hier. Das ist ein Nachbau einer Gefängniszelle aus dem Stasi-Gefängnis in Hohenschönhausen. Hier sind auch Originalsachen viele dabei. Auch die Größe entspricht der Größe. Also die Größe ist ungefähr die gleiche, aber hier ist eben nicht der originale, authentische Ort. Den muss man besichtigen, tatsächlich in Hohenschönhausen, was auch jedem zu empfehlen ist, da mal hinzufahren. Das muss jeder mal gesehen haben. Ein ehemaliger Häftling macht das ja, gell? Also macht Führung. Machen ehemalige Häftlinge grundsätzlich die Führung. Wir können hier nur dran erinnern. Uns ist es aber wichtig, dass der Alltag der DDR, der ja zum Teil auch eben lustig war und wo man sagen kann, dass auch Menschen da glücklich gelebt haben und so, dass wir das konterkarieren und dem entgegensetzen, auch die Schattenseiten der DDR, die genauso objektiv da waren. Hier ist so eine Gefängniszelle, etwa im Stil der späten 70er Jahre, was schon eine Verbesserung der Haftbedingungen gewesen ist, weil von dieser Zeit an sehr viele Häftlinge in den Westen verkauft wurden und oder vom Westen freigekauft worden, sagen wir mal. Ja, also für sehr, sehr viel Geld. 90.000 oder sogar 94.000 D-Mark pro Kopf. Also das war schon ein sehr gutes Geschäft für die DDR, so zynisch das jetzt klingen mag. Aber die konnten natürlich dann im Westen erzählen, was hier los war in den Gefängnissen und so weiter. Und taten das dann zum Teil auch, obwohl sie sich verpflichtet haben, es nicht zu tun. Aber wenn sie keine Verwandten mehr hatten in der DDR, konnten natürlich da erzählen, was sie wollten. Also insofern war die DDR schon bemüht und besorgt um ihr internationales Renommee, dass sich die Haftbedingungen hier normalisiert haben mit einer richtigen Toilette, mit einem Waschbecken und solche Sachen. Also die Häftlinge aus den frühen 50er sahen immer, ist ja wie im Sanatorium hier und so, ja. Die hatten es noch anders, ne? Die hatten es noch anders. Das ist noch sehr, sehr viel härter. Auch das kann man alles in Hohenschönhausen besichtigen. Die Gegenstände sind alle original und wir haben das hier so ein bisschen nachgestaltet. Und meine Erfahrung hier ist, dass selbst die lauteste Schülergruppe, hier wären sie irgendwie still und nachdenklich, ja. Hier in diesem. Und für manche auch bedrückend, die Atmosphäre hier, und die gehen dann lieber raus und gucken sich lieber Pitti Platsch an. Ja, absolut. Aber es ist auch wichtig zum Zeigen und es gehört dazu, genau. Und die DDR ist nicht zu erklären und nicht zu verstehen,
ohne diese Seite von Repression, Unterdrückung von Meinungsfreiheit und so. Die haben ja viele Leute gesessen, die nichts anderes getan haben, als laut ihrer Meinung zu sagen. Es waren ja keine Verbrecher oder Gangster oder Kriminelle. Die hat es natürlich auch gegeben, aber die waren nicht bei der Stasi untergebracht. Das waren im Großen und Ganzen Leute, die irgendwie in irgendeiner Art und Weise Widerstand geleistet haben oder eben die DDR verlassen wollten, also in der Republik Flucht begehen sollten oder Mitwisserschaft, Vorbereitung und so weiter, so dass man insgesamt davon ausgehen kann, dass in den Jahren der DDR es ungefähr 250.000 politische Urteile gegeben hat. Wie sah denn so der Alltag aus? Ich meine, konnten die Häftlinge den ganzen Tag hier sein und schlafen zum Beispiel oder was mussten die tun? Das ist ja hier die Untersuchungshaftanstalt. Das heißt, hier war der Häftling untergebracht, solange die Untersuchung lief. Und er konnte hier oft tagelang oder wochenlang warten, dass er zur Vernehmung geführt wird, bis er hier fast verrückt wird. Hier war immer dieses helle Licht an, tagsüber. Und er konnte sich natürlich nicht jetzt hier im Bett gemütlich machen oder was Schönes lesen oder so, sondern er musste den ganzen Tag hier auf diesem kleinen Hocker sitzen. Wir führen das jetzt. Ich mach das jetzt mal, genau. Wir führen das jetzt mal vor. Die Hände so unter den Oberschenkeln, ja, so. Und er musste den ganzen Tag so sitzen. Und hier kam öfter mal dann die Kontrolle durch. Die guckten dann durch dieses kleine Guckloch da drüben. Wer also irgendwie die Vorschriften nicht verletzt hatte, der wurde auch bestraft. Und es gab in Hohenschönhausen, die kann man noch heute besichtigen, zwei Gummizellen. Das sind also Zellen, wo kein Laut mehr zu hören ist. Sind also mit Gummi ausgepolstert und ganz dunkel. Da wurde man dann eingesperrt. Und heute kann man noch sehen, in diesen Gummiwänden, die Spuren, so die Kratzspuren von Häftlingen. Das ist wirklich schrecklich zu hören, schlimm. Schlimm, ist schnell hier raus und zu einem Ort, der mehr Wärme ausstrahlt als der hier. Gucken wir doch einfach mal am Empfang. Da arbeitet nämlich die gute Seele des DDR-Museums. Immer gut gelaunt, immer einen Spruch auf den Lippen. Ja, das Erste, was man sieht, wenn man ins DDR-Museum geht, das ist der Klaus an der Kasse. Und der Klaus ist auch direkt schon ein absolutes Original. Hallo Klaus. Sehr grüß, herzlich willkommen. Ich bin das älteste lebende Ausstellungsstück im DDR-Museum. Ich bin seit Beginn dabei. Deshalb ist diese Argumentation im wahrsten Sinne des Wortes immer zutreffend. Ja, und du bist wahrscheinlich auch in der DDR aufgewachsen, ne? Also du hast schon Ahnung von der Materie hier, ne? Der entscheidende Part ist wirklich, als Oldie, wenn die Kollegen Fragen zum DDR-Museum haben, dann kommen sie immer zu mir. Nach dem Motto, geht mal zu meinem älteren Kollegen, der kann euch live erzählen. Und das ist natürlich angenehm, interessant, die Fragen unserer Besucher zu beantworten. Ja, da gibt es doch bestimmt auch die ein oder andere Anekdote. Ich meine, hier kommen ja Leute aus den verschiedensten Nationen. Es ist ja so ein bisschen Deutsche und Ausländer 50-50, hörte ich, ne? So ungefähr. Es hält sich die Waage, ne? Es ist gut sortiert. Wir haben Besucher aus aller Welt, Europa, Amerika. Es finden auch Australier statt, Afrika und, und. Also Leute, die einfach die Geschichte der DDR erleben wollen. Ja, und es ist ja so, dass du nicht einfach nur die Karten irgendwie abstempelst oder verkaufst, sondern du unterhältst dich ja dann auch mit den Leuten. Und da entstehen ja manchmal sehr interessante Gespräche, ne? Stichwort Holland. Ja, das können wir von den Holländern sagen. Die sind ja alle per Du und damit hast du gleich ein Vertrauensverhältnis zu denen. Und die haben natürlich die Geschichte, dass sie hinterfragen, hast du irgendeine Story oder was drauf? Wo ich dann reagiere und sage, was macht denn ein Holländer, wenn er die Fußball-WM gewinnt? Nur erwartest du tolle Antworten. Wir feiern, wir machen Party. Ich sage, nein, die machen die PlayStation aus und gehen ins Bett. Ich finde den großartig, ganz großartig. Also Klaus, herzlichen Dank. Gell? Gerne. Super, ein echtes Original. Alleine der Klaus ist schon ein Grund, einfach mal herzukommen. Echt klasse. Sehe ich auch so. Also kommt und besucht unser Haus. Wir freuen uns auf euren Besuch. Vielen herzlichen Dank. Ach, das Ostsandmännchen, das ist ja schon cool. Das ist ja echt klasse, finde ich.
Das fand Menschen immer ungeheuer beliebt, ja, und bestimmte die Erinnerung auch an die DDR, weil das als Kinder, die meisten Kinder haben das ja gesehen, Abend für Abend, und das Sandmännchen war das A und O. Aber noch beliebter oder mindestens genauso beliebt war hier Pittiplatsch der Liebe, meine Fresse, sagt der da immer solche lustigen Sachen. Oder hier Ente Schnatterinchen, die gab es Animationspuppen und aber auch als Handpuppen im Kinderfernsehen jeden Abend. Nicht nur Kinderzimmer gab es zu sehen, sondern auch ganze DDR-Wohnungen. So, hier stehen wir jetzt in einer Küche und ich finde ja besonders klasse, dass man hier alles anfassen darf. Man darf hier Schränke aufmachen, man darf Fotos machen, filmen und so. Oft ist es ja so, dass es heißt, oh, keine Bilder und bloß nichts anfassen. Und das ist wirklich toll. Ne? Das finde ich, also muss ich echt mal ein ganz großes Lob aussprechen. Also der Slogan unseres Museums ist Museum zum Anfassen. Das darf man nicht allzu wörtlich nehmen. Manche Sachen sind wertvoll und die haben wir inzwischen auch hinter Glas. Aber zum Beispiel hier kann man gucken, da kann man gucken, was es hier gibt. Da kann man die Töpfe aufmachen. Hier gibt es Kartoffeln, die müssen allerdings noch geschält werden. Aber legendär zum Beispiel ist hier der RG28, das berühmte Rührgerät aus der DDR. Also es funktioniert nicht mehr, es ist kaputt. Man kann hier schalten, wie man will, aber man kann ein Gefühl dafür entwickeln, für dieses Rührgerät, was worauf viele Hausfrauen also heute noch schwören und das sie in ihrem Haushalt haben und gar nichts Neues haben wollen, sondern diesen alten RG28. Weiter geht's zum Herz einer jeden Wohnung, da wo man Gäste empfängt oder auch Fernsehen schaut. So, hier stehen wir jetzt in einem typischen DDR-Wohnzimmer und das ist natürlich auch toll mit dem alten Fernseher und so weiter. Und das erfreut sich natürlich auch immer sehr großer Beliebtheit. Ja, und prompt läuft hier Pittiplatsch, Schnatterinchen, Kinderfernsehen, der Hund. Alles sehr, sehr beliebt. Interessant ist natürlich hier immer, dass man hier Ost und West umschalten kann. Das war ja typisch für DDR-Bürger. In fast allen Gegenden der DDR konnte man auch Westfernsehen sehen. Aber Sandmännchen wurde meistens im Osten gesehen. Das war ganz beliebt. Und hier stehen wir vor so einer Schrankwand. Die meisten Leute hatten in der DDR. Und wenn man das jetzt mal aufmacht, hier zum Beispiel sieht man die Hausbar mit den üblichen Getränken. Und wir verweisen hier auch in Informationstexten auf Hintergründe, dass vor allen Dingen in der DDR viel zu viel Alkohol getrunken wurde. Besonders bedenklich sehr viel harte Sachen, während der Weinkonsum nicht so stark war. Bierkonsum war so mittel. Aber in puncto Schnaps waren wir wirklich die Weltmeister. Ui, ausgerechnet Schnaps, ne? Oh. Das Allerschädlichste und Allerschlimmste. Also im Schnaps war die DDR wirklich Spitze in der ganzen Welt. Mit einer Einschränkung, muss man sagen, aus der Sowjetunion, aus Russland, gab es keine Zahlen. Ja, das ist vermutlich auch besser so. Also Stefan, herzlichen Dank. Es war wirklich, wirklich, wirklich toll. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und das DDR-Museum kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen. Herzlichen Dank. Dankeschön für den Besuch. Tschüss. Alles klar, ciao.